Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, hier erstmal wird ausgetauscht, unser Team mal wieder. Damit wir da ziemlich gut sind. Jetzt kommen die Leute, die tanken müssen. Die zwei Spezialisten, dann müssen wir auch den Wagen hier mal bitte mal tauschen wieder. Dann haben wir hier einen. Vorderer Wagenheber. Ne, das war der falsche. Wo ist der vordere Wagenheber? Das ist hinten. Ja, und ein anderes vorne. Moment, wo ist er? Hier ist er. Startaufstellung Platz 1. Jawohl. Fehlerprozent, ja. Minimale Fehlerprozent, aber ist in Ordnung. Dann Levkov besiegt Radmanovic. Wir konnten unseren Rekord nicht schlagen. Gil. Na, nicht ganz so gut, aber okay. Dann die Boxentube lassen wir mal bei den 5 stehen. Motorentwicklung ist fertig gleich. Das heißt, die Leistung wird auf jeden Fall noch einen Tag vor dem Rennen sein. Das heißt, wir kriegen die Leistung vom Heckflügel nicht komplett hoch. Dann packen wir da noch was rein. Weil aufhängen haben wir wirklich genug. Da ist ein bisschen der Motor jetzt fertig. Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen. Damit wir die Leistung haben. Also alles raus und alles in den Motor reinstecken. Unseren neuen Motor. Dauert 12 Tage nach dem Rennen. Aber wir haben dann einen deutlich stärkeren Motor. Der sollte dann eigentlich genügen für die nächste Saison. Ablenkung in der Fabrik. Wer ist jetzt schuld? Becker, ja, biete mal 100.000 geben. Das war ziemlich teuer, ne? Dafür, dass man einfach mit dem Handy mal in der Fabrik rumrennt. Aber okay. Auslaufende Verträge, ja, das werden wir auf jeden Fall auch jetzt noch regeln. So, wir wollen den Vertrag mit Becker auf jeden Fall verlängern. Ist ihm relativ wichtig. Zweiter Fahrer mit dem, ja, bisschen mehr Gehalt, einen langen Vertrag. Und wieder, wenn du Erster wirst, kriegst du deine 60.000. Und wenn du auf Pole Position fährst, kriegst du auch deine 60.000. So, dann den Vertrag von Redwick verlängern. Der bleibt Reservefahrer. Ein bisschen mehr Geld, langer Vertrag und die gleichen Angebote. Fast. Also bleibt eigentlich alles gleich, wie es war. So, dann... Ja, Radmanovic geht ja weg dann. Dann könnten wir theoretisch ja schon mal dem De Graaf ein Angebot unterbreiten. Kosten des Vertragsbruchs ist auch Mentor. Ich habe jetzt zwei Mentoren dann, also nicht schlecht. Okay, er ist interessiert auf jeden Fall. Das war, ist ein erster Fahrer. Kriegt dann, weil ist ihm wichtig, ne? 1,3 Millionen. Ne, du kriegst einen langen Vertrag. Wir zahlen alles. Dann, ja, Prämie sind wichtig, dann kriegt er, Alter, ist das eine Prämie. Aber okay. Er ist immerhin einer der besten Fahrer hier. Ein Handgeld will er auch haben, dann kriegt er auch mal seine 6 Millionen. Warum auch nicht? Er ist ziemlich teuer, muss man sagen. Das heißt, wir werden nicht mehr so viel Geld machen, aber okay. Alles dann, ja, vor der nächsten Saison. Hier haben wir auch noch ein paar Verträge, die auslaufen. Gibt es bessere Ingenieure? Ja, hier hat Vertrag bis nächstes Jahr. Was mit ihm? Was hat der so episch? Risikolevel minus 1. Großartig haben wir nichts. Leistung plus 40. Aber nur während des Rennens. Leistung plus 20.
und Bauzeit. Ja. Frontflügel ist nicht so gut, Motor auch nicht ganz so gut. Und er hat... Ja, eigentlich, die benutze ich eigentlich wieso nicht. Finde ich jetzt. Deswegen verlängern wir den Vertrag von ihm einfach nur. Langer Vertrag. Ungefähr das gleiche Gehalt wie letztes Mal. So. Dann 120. Nee, 112.000. Also wir kriegen ein bisschen weniger. Wenn wir halt Erster werden. Also schon mal vorbereiten für die nächste Saison. So, sie bleibt auch auf jeden Fall. Ja, okay. Sie muss, kriegt auch ein bisschen mehr wieder. Weil bevor der Vertrag ausläuft, lieber mal... Wir haben nur einen Versuch. Das ist ja mal... ziemlich schlecht. Aber okay. Die letzte Nachricht haben wir dann noch. Das Team ist ja dran, den Motor irgendwie noch zu Ende zu kriegen. Noch ein Motor bitte. Der Motor. Den müssen wir auf jeden Fall Ende des Jahres noch einbauen. Damit wir die Leistung noch irgendwie haben. Und dann hatte Graf auf jeden Fall sein erstes Fahrzeug. Becker nur noch zweiter Fahrer. Der hat halt immer gut Leistungen verbracht, muss ich zugeben. Der Graf ist auch ein Tick älter. Also der Graf ist jetzt 30, nächste Saison dann 31. Also altersmäßig ziemlich, ja, extrem. Unser Team ist dann mittlerweile einer der Erfahrenen in dieser Liste. Aber wir steigern uns auf jeden Fall von, ja, 4 und 4,5 auf 4,5 und 5. Also ein ganzer Stern mehr. So, Vancouver, für diese Strecke haben wir an sich kein richtiges Setup. Deswegen müssen wir als eins von der anderen Strecke nehmen. Und dann geht's zum Training. So. Wir schicken euch los, auch natürlich wieder auf Rennen drin, 12 Runden. Auf geht's. Ich will hier Spitzenleistung jetzt sehen. Obwohl, es kann ja wieso nichts mehr anbrennen. Also, es geht nichts nach vorne, es geht nichts nach hinten. Von daher, eigentlich so ein Rennen, das man eigentlich nicht fahren muss. Okay, Getriebeersetzung ist ja zufrieden. Sagt er auch. Okay, beide sind zufrieden mit dem Getriebe. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie es nächstes Mal aussieht. Ist das dieser Bug mit dem ersten Fahrer noch drin? Oder ist das nur der Fehler mit Becker? Ich glaube, dass der Graf so auf jeden Fall zu uns kommen wird. Weil er hat hier auf jeden Fall die Perspektive, dass er vielleicht irgendwann mal ein Rennen mit Glück gewinnen kann. Also näher an der Spitze ist er auf jeden Fall mit unserem Team. Und Brettwick, ja, der ist wieso nur unser Testfahrer, unser Paydriver, der uns ein bisschen Geld gibt. Für 425.000, glaube ich, kriegen wir von dem. Ja, eigentlich ein gutes Setup. Da können wir noch kleine Einstellungen mal ändern. Dann sehen wir auch direkt mal, ob sich was ändert. Quali-Trim auf den Supersoft. Hier ist Aerodynamik nicht gut. Müssten wir mal eine kleine Änderung machen. Mehr Endgeschwindigkeit, ein bisschen härter. Das heißt, wir werden vorne mal ein bisschen weniger Flügel nehmen. Dann Quali drin. Es war keine große Änderung an den Flügeln, aber sollte eigentlich trotzdem ausschlagkräftige Sache sein, die wir gemacht haben. Wir sind ziemlich weit weg, wir zoomen mal ran, weil den Teil hier fahren wir gar nicht, obwohl da Zuschauer sind, ne? Also war vorher besser die Lenkung. Ja, jetzt fahren wir erstmal diesen Turn hier vorbei. Und dann, ja, können wir den Motor aufdrehen.
Dann beide kommen wieder in die Boxengasse. Okay, Geschwindigkeit haben wir. Ja, das war gerade eben deutlich besser. Das heißt, wir werden noch ein bisschen weicher gehen. Und die Geschwindigkeit doch mal ein bisschen hochpacken noch. So, fahren nochmal für eine Runde raus. Okay, hier war auch alles schlechter. Willst du noch mehr Flügel haben? Dann kriegst du hinten mal ein bisschen mehr Flügel. Und der Rest bleibt eigentlich so, wie es war. Vielleicht genau diese Mini-Änderung macht vielleicht den großen Ausschlag. Ganz fies. Okay, ja, wir kriegen 15% leider nicht hin. Aber gute Zeiten sind sie gefahren. Fünfter und siebter, sechster. Auch das Setup ist in Ordnung. Kann ich mitleben. So, Qualifikation. Leistung natürlich wieder wird erhöht. Frontflügel kritisch 85, Aufhängung kritisch 85, Motor 80, Getriebe auf 85, dann 80 und 80 haben wir dann gut 360 Punkte und 315 Punkte. Sollte aber nächstes Jahr eigentlich relativ zügig gehen mit dem Upgraden. Jetzt müssen wir schauen, welche Zeiten wir oder welche Zeiten möglich sind bei uns. Ja, die Geschwindigkeit war nicht gut. Das heißt, wir werden wohl einen Tick schneller sein müssen wieder. Dann sollte das Setup eigentlich gut funktionieren. So, Becker darf rausfahren. Kein Regen, kein Regen. Warum auch? Obwohl eigentlich fast dauerhaft immer Regen in Vancouver war, wenn wir da gefahren sind. Na, wir schauen mal. Ja, Becker mit einer überhützten Bremse, guten Reifen. Radmanovic sogar mit perfekten Reifen. Ich bin mal gespannt, Dehlen erstmal wieder mit der Bestzeit. Nur 4 Zehntel. Zweiter Sektor, 18, 1,2 Sekunden. So kann man eigentlich immer gut rechnen. Das, was man im ersten Sektor verliert, verliert man ungefähr. Also den Mittelwert, finde ich jetzt. Den Mittelwert. Oh, Radmanovic ist sogar schneller gewesen. Also, erster Sektor nimmt man den zweiten Sektor. Davon den Mittelwert kann man eigentlich drauf rechnen, was man dann ungefähr am Schluss für eine Zeit hat. Also passt jetzt eigentlich wirklich relativ gut. Auf denen waren es erstmal 4 Zehntel, nochmal 4 Zehntel, ja. Und am Schluss nochmal 4 Zehntel. Oh, ich glaube, der Graf freut sich schon, wenn er nächstes Jahr bei uns fahren darf. Dümpelt hier auf dem letzten Platz rum. Ist natürlich nicht günstig. 6 Millionen allein nur für seine Unterschrift. Wird ziemlich teuer. Dann haben wir Radmanovic, der seinen Vertrag ist auch noch nicht vorbei. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen Strafe zahlen. Da müssen wir die Strafe von dem auch noch zahlen. Puh, es wird ein Vertrag, der uns gut 7 Millionen kostet. Aber das Geld haben wir gerade nicht ganz. Also wir sind dann minus 3 Millionen. Nur um einen Fahrer zu bekommen. Der vielleicht, mal gucken, sogar eine schlechte Leistung macht. Oder vielleicht gar nicht kommt, weil wir dem einen langen angeboten haben. Einen langen Vertrag. So, 7. und 9. Fast unter einer Minute. Ich glaube, das ist noch möglich. Die schaffen das. So, Becker. Ich riskiere es mal mit Becker. Mit den Supersoft-Reifen. Einfach mal um zu schauen. 1,4 Sekunden waren es gerade eben. Wenn er 1,7 Sekunden hat und als Zehnter weiterkommt, ist mir das eigentlich egal. Aber er hätte die besseren Reifen. Oh, Radmanovic mit zu kalten Reifen.
Wie schnell ist eigentlich der Rosini, ey? Der kommt da einfach rangeschossen und fährt dann weg. Oh, guter erster Sektor eigentlich. Von Becker. 9 Zehntel gegen 7 Zehntel. Das sollte 1, eigentlich eine ziemlich starke Runde von Becker. Wenn er das hinkriegt und die anderen nicht so schnell werden, weil der ist sehr nah dran an den anderen Zeiten. Das war schon eine saumäßig gute Runde, die er denn gelegt hat. Na, es wird eng. Wenn Thorat wirklich eine gute Runde hinlegt, dann ist der weiter. Wenn nicht, dann ist Becker raus. Aber sieht gut aus. Na, Calderini. Schafft's nicht. Okay, damit ist... Becker hat's mit dem Supersoft geschafft. Das ist genial. Strategiemäßig sehr, sehr gut, weil wir... Ja, die härteren Reifen haben. Die auch länger halten. Also... An sich nicht übel. Oh, Makarova hat es geschafft, sich noch zu verbessern. Ist total egal. Der war wieso schon drin. In dem Q3. Da sollte eigentlich... Hätte er nicht mehr rausfahren müssen.